als ich früher zum Futsal gegangen bin, wussten die meisten Spieler aus meiner Mannschaft gar nicht, was das ist. Dem musste ich das dann meistens erstmal erklären, dass eine Halle gespielt wird, einen kleineren Ball, der nicht springt und kleinere Tore. Aber danach kam ich schnell dahinter, was das ist. Futsal spielt man 5 gegen 5, 4 Feldspieler, ein Torwart. Es ist ein sehr schnelles Spiel, sehr dynamisch. Es ist konzentrierter als Fußball. Man muss sowohl defensiv als auch offensiv stark sein. Es gibt keine Alibi-Spieler. Man hat eigentlich kaum eine Sekunde Zeit, sich auszuruhen, weil wenn man eine Sekunde schläft, kann es ein Gegentor bedeuten, damit auch die Niederlage. Jeder der 5 Spieler auf dem Feld beim Futsal trägt eine hohe Verantwortung. Allein die Tatsache, dass beim Spielaufbau der Torhüter nur einmal berücksichtigt werden darf, heißt, dass jeder Spieler aktiv sein muss. Jeder Spieler braucht ein gutes Freilaufverhalten, ja, muss aber auch im Kopf hellwach sein, weil es viele Momente gibt von Balleroberung, von Ballverlust. Ja, und dann muss jeder aktiv sein. Also anders als beim Fußball gibt es beim Futsal keinen Einwurf, sondern der Ball wird von der Seitenauslinie eingekickt. Dabei muss er innerhalb von 4 Sekunden eingespielt werden und die kontrollieren das ganz genau. Also ich denke, es ist schon ein Unterschied zwischen Futsal und Fußball, was die Tricks angeht. Beim Futsal ist es ja eine Halle und da wird mehr mit der Sohle gearbeitet. Das ist beim Fußball nicht so der Fall. Man eignet sich Automatismen an, wie man sich in schwierigen Situationen einfach lösen kann. Man ist in den entscheidenden Momenten da, hat das Selbstvertrauen dadurch, dass man es regelmäßig macht und auch viele Erfolgserlebnisse hat. Gerade dadurch, dass das Spiel so schnell ist und man so viele Ballkontakte hat. Ganz wichtig ist es, ohne Foul zu spielen. Denn Foul im Strafraum heißt 6 Meter. 6 Meter ist für einen Torhüter meistens nicht zu halten. Das heißt, sicheres Tor für den Gegner, aber auch ab dem 6. Foul gibt es einen Strafstoß, ab 10 Meter. Und auch da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Tor passiert. Von daher am besten alles ohne Foul zu spielen. Also Futsal hat mir in der Vergangenheit viel gebracht, vor allem Spaß und Freude. Und das hatte ich jeden Samstag und war auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man dann nachher wieder auf dem großen Platz gespielt hat. Und ja, ich denke, es ist für jeden Jugendlichen gut, wenn man Futsal in meiner Vergangenheit gespielt hat. Der Verein 1. FC Nürnberg steht auch komplett hinter der Sache. Wir wissen, dass wir Nutzen davon haben, dass wir unsere Inhalte, dass wir unsere Lernziele auch da abrufen können. Und wir können auch so die Winterzeit super nutzen. Ja, man kriegt ja schon mit, dass es populärer geworden ist in Deutschland in den letzten Jahren. Als ich angefangen habe, da sind wir meistens nach Holland gefahren und haben da gespielt. Und ja, mittlerweile ist es in Deutschland auch angekommen und ja, das freut mich auf jeden Fall. Das letzte Finale gegen Schwerte war was ganz Besonderes. Tausende Fans, gute Stimmung. Und man sieht in Deutschland, dass Futsal langsam Form und Farbe annimmt und dass da langsam eine Entwicklung zu sehen ist. Deswegen denke ich, ist Futsal auf einem guten Weg in Deutschland.